Hi zusammen, ich möchte euch zu meinem letzten Beitrag als Energiereporter begrüßen. Heute soll es um das Thema öffentlicher Verkehr und generell um die Fortbewegungsmöglichkeiten in Dörben gehen. Der öffentliche Verkehr funktioniert hier ganz anders, als wir ihn aus den europäischen Großstädten kennen. Es gibt keine U-Bahn, keine S-Bahn und auch Busse werden nur sporadisch eingesetzt. Nicht einmal der Flughafen ist an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Wenn man dorthin will, muss man mit dem Taxi fahren. Das am häufigsten eingesetzte und günstigste Verkehrsmittel hier in Dörben sind die Minibus-Taxis, die man hier hinter mir sehen kann. Diese werden aber privat betrieben und sind nicht staatlich. Eine Fahrt kostet 7 Rand, was umgerechnet weniger als 50 Cent sind. In ganz Südafrika werden täglich 15 Millionen Menschen mit den Minibussen transportiert und es sind ca. 600.000 Menschen bei den Minibusunternehmen eingestellt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine Taxifahrt ein ziemliches Erlebnis ist. Zuerst einmal werden die Taxis per Handzeichen angehalten und wenn man dann einsteigt, ist es meistens wie in einer Diskothek, denn es läuft abartig laute Musik teilweise und die Fahrer fahren ziemlich zügig und ziemlich chaotisch. Und wenn man einen wichtigen Termin danach hat, sollte man vielleicht ein bisschen mehr Pufferzeit einplanen, denn die Fahrten dauern teilweise ziemlich lang, weil die Fahrer einfach irgendwo anhalten und warten, bis ihr Auto wieder voll ist. In Deutschland bin ich wie viele andere auch oft mit dem Fahrrad unterwegs, aber hier in Dörben sieht man eigentlich keinen mit dem Fahrrad fahren. Deshalb laufe ich die meiste Zeit oder benutze die Apps Uber oder Taxify. Diese sind im Vergleich zu herkömmlichen Taxis in Deutschland relativ günstig. Allerdings, wenn man jeden Tag mit dem Uber fährt, summieren sich dann irgendwann die Kosten. Ich hoffe, ich konnte euch in meinen Beiträgen ein bisschen was zeigen von Dörben und Südafrika und danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao!